Wir singen ein Mantra in einer neuen Komposition. Und das heißt Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Eins von den, in dieser kleinen Handvoll von ganz, ganz alten Mantren. Und ich lade euch immer wieder ein, geht in dieses Bild, das ganz viele Generationen zurück, aber man kann sie noch zählen. Irgendwas zwischen 250 und 280 Generationen zurück haben eure Großeltern Sanskrit gesprochen, und zwar alle. Und Loka, das haben wir auch noch. Das ist der Ort. In dem Fall übertragen die ganze Welt, eigentlich sogar alle Welten. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Alle Wesen in allen Welten sollen glücklich sein. Es gibt dieses Mantra in vielen Versionen und wir singen es mit zwei Stimmen und da haben wir ein bisschen was noch dazu ergänzt. Im Moment ist es so, dass in dieser Welt Frieden sehr fehlt und der wäre aber wichtig, um dieses Ziel zu erreichen. Alle Wesen in allen Welten sollen glücklich sein. In dieser Welt hier sind sehr viele sehr unglücklich und leiden. Und was wäre ein Weg? Ein Weg wäre Frieden. Und zwar jetzt nicht ein äußerer Frieden, sondern der innere Frieden. Und in dieser Sprache, wo wir herkommen, gab es ein Wort dafür. Es gibt es heute noch. Das heißt Shanti. Und Om. Mit Om verbinden wir uns mit allem, was ist. Und mit Shanti rufen wir diesen inneren Frieden in uns. Und dann meine feste Überzeugung, deswegen habe ich da reingemischt, Shakti Mahadeva und Om Namah Shivaya, die größte, stärkste weibliche Schöpfungskraft und auch die größte und stärkste männliche Kraft. Und die, wenn die zusammenkommen und an einem Strang ziehen und in Frieden und in Harmonie miteinander kommen, dann können alle Welten glücklich werden. Oh.